Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück. Ups, ich habe mich umgedreht, lol. Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blattgrün. Wir... Item. Okay. Müssen irgendwie weiter hier durchkommen. Hallo Wanderer. Ein Möchtegern wie du sollte etwas mehr Respekt zeigen. Nein. Ich hätte schon wieder... Oh. Ja, ich nehme den Part gerade direkt hintereinander auf. Und ich hätte schon wieder... Ja, ne? Shigi wiederbeleben können. Mann, ich habe doch einen Beleber. Ich habe doch mehrere Beleber sogar, glaube ich. Ah. Ah. Oh. Was? Okay, das kann... Das kam unerwartet. Was? Leider. Alles klar. Komm, Doppelkick. Bitte lass es ausreichen. Es reicht nicht aus. Aber das Gift dürfte ihn auf jeden Fall besiegen. Bitte keine Intensität. Bitte keine Intensität. Bitte kein... Okay. Lebensola. Echt jetzt. Stärke von Elektrizität wurde geschwächt. Du bist eh ein Boden-Pokémon. Du kriegst null Damage von Elektrizität. Es ist nicht mal Effekt... Also es hat nicht mal eine Wirkung auf dich. Warum? Warum gibt es die Attacke nur bei Boden-Pokémon? Leute, das Thema hatten wir schon. Ich finde das einfach irgendwie dumm. Um ehrlich zu sein. Naja. Gut, hoffen wir, dass wir Georock trotz Einigler mit Schaufler one-shotten. Was? Tschüss, Nidoking. War schön, dich gekannt zu haben. Es ist kacke. Wir haben gerade echt struggle in dieser Höhle, ne? Einfach weil ich zu dumm bin, um Shillock einfach wiederzubeleben. Ich habe auch nicht erwartet, dass hier so viele Wanderer gibt. Komm, wir haben jetzt einen Beleber. Gut, dass wir einen Porenta dabei haben. Ach du Kage, ey. Tschüss, Porenta. Danke, dass du als Lückenfüller eingestiegen bist. Kacke, Alter. Aquaknarre, komm. Scheiß, die wandern. Ich hätte echt einfach nur Shillock wiederbeleben sollen. Aber so... warum? Warum mache ich's nicht? Ich bin halt so dumm. Manchmal. Klotwig. Okay. Das ist ein schicker Name. Muss ich ja sagen. Komm. Wir setzen noch einen Beleber für... Nein, komm. Das ist Verschwendung. Aber ein Supertrank. Für Shillock. Wenn der da Full Life ist. Okay. Ne, von hier kommen wir. Oder? Hä? Wo bin ich? Also, jetzt mal ehrlich. Okay, Leute, wisst ihr was? Wir gehen zurück. Ich setze gleich Fluchtseil ein. Wir brauchen Blitz. Ich brauche Blitz, Alter. Ich habe gerade versucht. Ich habe mir eben im Internet Bilder angeguckt. Zum Felstunnel, wie der aufgebaut ist. Aber das kriege ich nicht. Nee. Da kriege ich nicht geschissen, Leute. Wir müssen zurück. Ist ja eigentlich kein Weg so wirklich. Wir haben ja jeden Trainer besiegt. Das heißt, darauf müssen wir nicht achten. Wir können uns nochmal ein bisschen mehr Schutz kaufen. Wow. Ich hoffe, Porenta kann Blitz erlernen. Ich hoffe es. Ansonsten haben wir bestimmt irgendein anderes Pokémon, was Blitz kann. Wir haben, glaube ich, ja, Pipi dürfte Blitz können, oder? Safe. Alles klar. Hätte ich natürlich auch offscreen machen können. Aber ich habe halt gedacht, ja komm, den Weg packe ich easy. Aber nein. Ach. Ich will nochmal hier hochlaufen. Ich pack den Weg nicht easy. Als ob hier zum... Oh, jetzt kommt ja noch ein Pokémon. Ein Habitag. Hallo, süßes Habitag. Dich haben wir eigentlich bereits schon, aber wir haben dich gegen ein Porenta getauscht. Oder einen deiner Artgenossen zumindest. Ja, wir wollen Zerschneider einsetzen.
Also können wir auch in der Zuria City gleich mal unseren Fahrradcoupon holen. Oder halt unser Fahrrad holen. Weil wir haben ja einen Fahrradcoupon. Hallo. Oh, das ist ein Radcoupon. Okay, es gehört dir. Okay. Das ging schnell. Wir suchen uns doch wieder. Nee. Ich glaube, nochmal werde ich hier nie reingehen. So, wir haben... nein, das ist hier. Fahrrad. Select. Ah, im Fahrrad fahren. Sind sogar jetzt noch schneller unterwegs, Leute. Das lohnt sich. Hier können wir kein... Nee, hier können wir kein Fahrrad benutzen. Ach ja, die Musik ist cool. Ich mag die Musik. So. Fahrrad. Und bitte nochmal in den Markt. Ach komm, dass man... ich lenke dann nach links, ne? Aber also, der Charakter ist halt auch in der Animation. Und will dann nicht nach links lenken. So, wir haben Schutz. Okay, wir brauchen Schutz. Leute, wir kaufen uns einfach mal 10 Schutz. Komm. Wir haben das Geld. Nein. Oh. Jetzt mal im Ernst. Wir kaufen uns nochmal ein paar Pokebälle. Komm, 11. Haben wir erstmal genug und noch ein paar Supertränke. Komm, 9. Dann haben wir erstmal ein bisschen was, ne? Das reicht. So, wir könnten natürlich in der Dicta-Höhle unseren Dicta fangen. Ich glaube, wir warten noch auf einen Encounter. Und gönnen uns einen Dicta. Würde ich meinen, oder? Kommt, ja, doch. Warum nicht? Oh, das ist cool. Dicta hat einen Tunnel gegraben. Er führt direkt nach Fetania City. Cool. Okay, lasst uns ein Dicta fangen. Ein Blubber dürfte es nicht besiegen, oder? Das ist weiblich, aber das ist egal. Da, Intensität 7. Warum kommt denn die ganze Intensität 7? Dreimal Intensität bisher in diesem Spiel gehabt. Und alle drei Male war es Intensität 7. Warum? Das ist schön, okay. Gut geschwächt. Dann kommt jetzt ein Pokéball. Ja. Danach werde ich einen Schutz einsetzen. Obwohl, eigentlich brauchen wir auch keinen Schutz einsetzen, oder? Der Tunnel ist ja nicht so lang. Dicta wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Oh, über Onyx. Dicta, Maulwurf. Dieses Pokémon lebt einen Meter unter der Erde. Es frisst Wurzeln und kommt selten an die Oberfläche. Okay. Was heißt selten? Okay, bisher zweimal. Obwohl, wir sind ja nicht auf... Wir sind ja in dem Tunnel, ne? Den Dicta auch gegraben hat. Also... Als ob. Okay. Ich glaube, wir setzen gleich einen Schutz ein. Obwohl, ist ein Aquaknarre one-shotted, ein Dicta. Ich glaube, bis Level 28 machen wir. Komm. Wie lang ist denn der Tunnel? Mein Gottchen. Alter Vater, ist der lang. Alter Vater, ist der lang. Holy moly. Das ist echt lang. Der Tunnel, doch. Ist schon ein bisschen lang, ne? Auf dem Rückweg setzen wir, glaube ich, einen Schutz ein. Ja, doch. Machen wir. Schildock Level 28. So, den Hinweg kriegen wir, glaube ich, jetzt noch hin. Der ist nämlich hier. Schon zu Ende, okay. Im Felstunnel ist es stockdunkel und furchtbar gruselig. Wenn nur ein Pokémon mit einem Blitz für Licht sorgen könnte. Hm. Ja, das habe ich mir dann im Endeffekt auch gedacht. Ist doch safe irgendwo. Warte mal. Muss doch echt irgendwo ein Item sein, oder? Komm, irgendwo. Hallo? Muss doch irgendwas sein. Als ob es hier nichts gibt. Ist nichts, okay. Alles klar. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut. Hallo? Hallo? Auch wenn ein Pokémon Auch wenn ein Pokémon ausscheidet, kann es weiter Spezialtechniken, wie zum Beispiel den Zerschneider, anwenden. Okay. Das ist gut zu wissen. Ich suche nach Abra. Tauscht es gegen mein Pantymos? Nein. Ich habe leider keinen Abra. Es tut mir leid. So. Irgendwo hier unten sollte es Blitz geben. Hier denn im Haus wahrscheinlich, oder? Komm.
Ja, bei dem Assistenten bestimmt. Sobald eines der Pokémon Blitz erlernt hat, kannst du dich in den Felstunnel wagen. Hallo, erinnerst du dich an mich? Ich bin Professor Eichs Assistent. Wenn du mindestens 10 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. VM5. Also Lucia, ja, haben wir. Einfach klasse, hier, das hast du dir wirklich verdient. VM5. Oh yeah. Blitz. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt endlich durch den Felstunnel durch. Oh Mann. Noch ein Item. Paraheiler, okay. Und hier ist nichts mehr, okay. Nein. Die Animation ist noch nicht komplett vorbei und es nimmt dieses nach oben drücken halt einfach noch nicht an. Deswegen. Nur weil es halt minimal nicht vorbei ist. Mann. Blitz. Smetbook kann nur Blitz. Kacke. Okay, wir machen das so. Ich wollte eh nochmal. Ja. Wenn wir schon... Wir können ja ein bisschen Sidequesten, sag ich jetzt mal. Weil wir können ja jetzt nach Britannia City. Und ihr erinnert euch sicherlich an das Museum. Ne? Ne? Ja, tut ihr. Bestimmt. Und... Dort können wir unser Fossil abgeben. Und wir können erstmal nach hier oben. Denn hier oben erwartet uns noch etwas. Nee, wir können hier oben unser Fossil nicht abgeben. Das ist jetzt ganz spät. Aber hier können wir etwas holen. Psst, ich glaube, in diesem Stück Sternstein ist Pokémon-DNS enthalten. Es wäre grandios, wenn man daraus ein Pokémon wieder auferstehen lassen könnte. Doch meine Kollegen nehmen mich nicht ernst. Könntest du das für mich erledigen? Lass es im Pokémon-Labor untersuchen. Alles klar, alte Bernsteine halten. Ja, durch das Pokémon-Fossil, was wir uns ausgesucht haben, und durch einen Altbernstein können wir 2 Pokémon bekommen. Einmal, kann ich ja verraten, durch das Dom-Fossil bekommen wir jetzt fällt mir der Name nicht ein, ey. Wir nehmen mal Volteball mit, weil der safe Blitz kann. Was wollte ich denn sagen? Dom-Fossil bekommen wir ein Caputo, genau. Und durch den Altbernstein bekommen wir auch etwas sehr Schönes eigentlich. Ein Aerodactyl. Wäre ein cooles Teammitglied irgendwie. Allerdings finde ich Stein-Pokémon nicht so geil. Also ich bin nicht so der Fan von Stein-Pokémon. Frag mich nicht, warum es... Weiß nicht. Reizt mich nicht, Stein-Pokémon als im Team zu haben. Und wir haben halt schon ein Flug-Pokémon, deswegen ist es halt relativ unnötig. Ich sollte vielleicht erstmal gucken, ob Volteball Blitz kann. Ist kein Blitz. Ja, deswegen. Aber das hatte ich auch schon überlegt. Yo, soll ich mal Aerodactyl mit ins Team nehmen? Weil ich ja auch im letzten Part darüber gesprochen habe. Yo, ich weiß noch nicht, ob ich das eine Teammitglied wirklich nehme oder nicht. Deswegen. Aber... Aerodactyl kommt für mich doch nicht in Frage als Ersatz, sag ich jetzt mal. Also, ich hab Schutz! Ah, okay, deswegen, weil Dixie Level 31 ist. Alles klar. Okay. Ja, falls ihr das nicht wusstet, Pokémon, ein Schutz schützt nur vor Pokémon, die ein höheres Level, die ein niedrigeres Level oder das gleiche Level, glaube ich, haben. Die als dein Starter oder dein Erst-Pokémon, was du ausgewählt hast. Also da schützt es halt so 100%. Und bei Pokémon, die halt stärker sind, wie hier zum Beispiel Dictree, 3 Level über uns, ist die Wahrscheinlichkeit nur verringert, dass es auftaucht. Aber nicht komplett, komplett weg. Und da Dictree, glaube ich, die gleiche Fähigkeit hat wie Dicta. Ja, konnte ich nicht fliehen, glaube ich. Ich hoffe, es kommt nicht noch ein Dictree. Also kann man hier ganz gut Dictrees fahren, ne? Einfach so ein paar Topschutz kaufen oder so. Ich bewege mich nur nach rechts und es kommt ein Pokémon, dein Ernst? Und dann hier einfach ein bisschen lang struggeln, sag ich mal, mit einem niedrigen Pokémon oder so. Ja, doch. Oder vielleicht hängt es auch von deinem Durchschnittslevel ab, von deinem Team, was du momentan dabei hast. Da ich ja jetzt zwei relativ niedrige Pokémon noch dabei habe, ziehen die ja das Durchschnittslevel nochmal runter. Alter, wie lang ist denn bitte dieser Tunnel? Oh, ich will halt einfach nicht noch einen Schutz verschwenden für den Tunnel.
Leute, ich glaube, in diesem Part wird es nicht zum Felstunnel. Ich glaube nicht. Könnte natürlich schneiden. Aber... habe ich vergessen? Jetzt ist es zu spät. Nein, eigentlich nicht, aber... oh, komm, Alter. Ein Weg, ein Gang vor der Treppe. Dein Ernst, auf dem Hinweg sind uns nicht so viele Pokémon begegnet. Oh, das hasse ich ja an Pokémon, ne? Dass ihm so viele Pokémon begegnen, ey. Oh. Also, es ist natürlich gut, wenn du halt trainieren willst und halt, weil du Pokémon fangen möchtest, den Pokédex vervollständigen willst und so. Aber für mich als Casual Player so, ist es halt einfach nur, ich will durch das Spiel durch. Ich will nicht einfach die ganze Zeit Pokémon begegnen. Ist halt so anstrengend. Vor allem, wenn du dann nicht fliehen kannst oder so. Und dann dauern die Animationen noch so lange oder sowas. Und du kannst halt einfach... oh, du kannst nichts dagegen tun. Außer halt Schutz einsetzen. Aber ich wollte jetzt halt nicht noch einen zweiten Schutz verschwenden. Weil ich den halt gerne für die Felshöhle aufbewahren würde. Aber ich glaube, nächstes Mal, wenn sowas ist, werde ich das einfach machen. So, ganz stumpf. Einfach machen. So, wir heilen Shilock jetzt noch nicht. Wir jetzt erstmal noch weiter. Mann. So. Ruhig. Runterkommen. Jetzt ist der Part schon wieder fast vorbei, ne? Aber nur, weil ich ihn so verschwendet habe. Weil die Zeit so verschwenden musste, dadurch, dass ich nochmal zurückrennen musste. Den ganzen Weg. Es tut mir leid. Mann, Leute, es tut mir leid. Das nächste Mal schneide ich sowas, okay? Das nächste Mal mache ich sowas in einem anderen... also, ja, schneide ich das. Da schneide ich mich bis zur... also, da gehe ich zur... Dicta-Höhle zum Beispiel. Starte den Bad, gehe da durch, sammle die Items. Und... mach noch halt den Kram und so. Dann pausiere ich die Aufnahme und renne wieder hier zurück. Und dann starte ich hier wieder neu. Das ist, glaube ich, besser für euch. Als das hier. So. Hallo, Felstunnel. Wir schaffen es in diesem Part nicht mehr durch den Felstunnel zu kommen, Leute. So viel steht fest. Blitz. Ah, es macht den Felstunnel sogar komplett... frei? Okay. Ich dachte, also erhöht nur unsere Sichtweite. So, hier waren wir. Links waren wir auch das Item holen. Schutz. So. Gegen den haben wir noch nicht gekämpft. Okay. Mein Pokémon wird dich als das Fürchten lehren. Okay. Hier sind nämlich zwei Trainer, zwei Bergsteiger, einer hier und einer der oben, den wir schon besiegt haben. Hugo. Hallo, Hugo. Er hat nur einen Kleinstein. Denn jetzt. Aber wir haben unser Shilock wieder. Shilock regelt mit Aquaknarre. Vierfacher Damage durch doppelte Aktivität. Effektivität. Ich glaube, ich zieh's durch, Leute. Ich glaube, ich mache den Part heute so lang. Ich gebe auf. Du bist besser. Danke. Ich glaube, ich mache den Part heute so lange, bis wir hier durch den Felstunnel durch sind. So, gegen dich? Hä? Dieser Felstunnel ist verdammt lang. Hä, gegen dich haben wir doch gekämpft, oder nicht? Hä? Nee, wir sind nach ganz unten gelaufen zu so einem Typen. Okay, ich bin jetzt verwirrt. Wo sind wir rausgekommen? Gut, das nächste Mal. Ich merke mir, Leute... in den nächsten Pokémon-Spielen, ich werde Blitz mitnehmen. Ich werde es mitnehmen und ich werde es einsetzen, wenn wir es brauchen. Alter. Shilock Level 29 übrigens. Bald ist Shilock Level 30, Leute. Das ist unser nächstes Ziel. Erstmal alle auf Level 30 bringen. Immer so in 5er Abschnitten alle trainieren. Zwischendurch natürlich auch, wenn mal, ne, eine Stärke, also wenn jetzt ein Stein-Pokémon kommt, Shilock ist schon Level 30 und Tauboga ist Level 28 oder so. Wir haben gerade Tauboga am Anfang, dann werden wir natürlich wechseln auf Shilock zum Beispiel. Aber ansonsten ist das Ziel jetzt erstmal alle Level 30 zu bringen. Danach dann alle Level 35 oder halt 36, weil Shilock entwickelt sich ja mit Level 36. Das wäre halt ganz cool. Gucken wir mal, wie wir es machen. Macholo, das ist doch schön. Können wir nochmal... naja, komm, Smetbo. Tauboga ist schon Level 26. Smetbo braucht auch nochmal ein bisschen Training. Und Smetbo mit seiner Konfusion dürfte dem Macholo auch gut Schaden machen. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich weiß nicht warum, aber Smetbo ist ein richtig cooles Pokémon. Ich mag Smetbo. Smetbo ist richtig cool. Ich weiß nicht warum, aber Smetbo hat es mir irgendwie angetan. Oh, du hast gewonnen! Ja, Mann.
Smeadbull ist echt, doch, ist ein schönes Pokémon. So, hier unten waren wir, okay. So. Dann stimmen sind wir hier hoch. Ah, und hier durch die Treppe, okay. Dann sind wir jetzt hier. Ah. Okay. Ja, jetzt müssen wir hier wen besiegen. Weißt du, wie man es vermeidet, sich im Gebirge zu verlaufen? Wanderer knicken Zweige, um ihren Weg zu markieren. Oh, das ist ein guter Tipp in Real Life, schätze ich mal. So, falls man sich mal verlaufen sollte oder so, oder falls man in den Wald geht oder so, irgendwie sowas plant, könnte ich mir gut vorstellen. So, Mega-Hieb! Boots. Einfach in Pummelus. Ui! Das war mehr Damage als erwartet, ey. Das war echt guter Damage. Gut, Level 29 ist halt Shellock schon, ne? 8 Level über den Pummeluff. Mega-Hieb ist halt eine starke Attacke. Taubsi, haben wir irgendwas gegen Taubsi? Eigentlich ja nicht, ne? Ja komm, dann. Nein. Voltoball, aber. No. Lieber nicht. Gegen Taubsi, ja gut, Mega-Hieb ist noch blockiert, ne? Ja. Steht hier leider nicht, okay. Ja, der Part wird jetzt ein bisschen Überlänge haben, Leute. Es tut mir leid. Aber ich will diesen Felstunnel durchhaben. Shellock ist nicht mehr blockiert. Alles klar, komm, noch mal ein bisschen hinterher. Als Taubsi auch besiegt. Und als letztes Mauzi. Ja, komm, gegen Mauzi können wir Nidoking einsetzen mit seinem Doppelkick. Ich glaube, so sehr stört es euch nicht, wenn der Part Überlänge hat, oder? Habt ihr mehr zum Gucken? Alter, das war guter Damage. Okay, Mauzi hat, glaube ich, auch eine niedrige Verteidigung, ne? Ich habe mein Bestes gegeben. Tja, der Bestes war nicht gut genug. Hier unten ist, soweit ich weiß, nur ein Trainer. Genau. Den machen wir jetzt aber auch. Ich habe sonst gedacht gerade... Nee, doch nicht. Ja, wenn du so hoch oben im steinigen Gebirge bist wie hier, stellen Gerölllawinen eine Gefahr dar. Kannst du dir vorstellen, dass dir Felsen auf den Kopf fallen? Das wäre doch einfach unvorstellbar schrecklich. Du scheinst keine Angst zu haben. Soll dein Pokémon Steinhagel... Oh ja. Oh, warum nicht? Oh, Nidoking könnte Steinhagel. Was hatte ich nochmal für Nidoking für Attacken? Nidoking... Doppelkick, Vielender. Okay, ich glaube, ich bringe ihm dann später doch keine Stärke bei. Sondern irgendwem anders. Aber komm, Steinhagel, Leute. Steinhagel ist geil. Alter, okay, das ist natürlich jetzt der Shit, ey. Das ist schön. Es wäre gruselig, das in diesem Tunnel einzusetzen. Jetzt haben wir auch was gegen Flug-Pokémon. Alter, cool. Das ist richtig cool. Top-Äther, okay. Ich dachte, das ist ein Trainer. Ah, kannst du mich besiegen? Natürlich kann ich das. Definitiv. Steinhagel. Geil, ich wusste gar nicht, dass es so einen Trainer gibt hier, der ihm Steinhagel beibringt. Das ist nett. Ich muss mal später durchgucken, wer so... Also ich habe ja so ein paar Pokémon im Kopf, die vielleicht das eine Teammitglied da so ersetzen könnten. Ich kann auch mal gucken, ob das Teammitglied vielleicht stärker erlernen kann. Dann muss ich vielleicht, also dann werde ich es vielleicht doch nicht ersetzen. Mal gucken. Aber ich würde es halt gerne dann ein Teammitglied ins Team holen, was halt Stärke einsetzen kann. Weil sonst habe ich kein Pokémon, was Stärke kriegt. Obwohl Turtok vielleicht später Stärke haben könnte. Ah, finde ich halt auch nicht so cool. So, für Turtok ist es eher so, weiß nicht. Aber naja, gucken wir mal. Ja. 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 Ah, aber ich habe ein paar Pokémon im Kopf. Ich guck da mal nach. Jo, wie sieht's aus? Welches Pokémon könnte ich, ne? Hier und so. Ups, das war viel zu... das war zu viel des Guten. Tja, solltest dich nicht mit mir anlegen. Nidoking, du kommst nach vorne. Denn Shellock ist Level 30. Hallo. Oh, du besitzt dein Pokédex? Cool, ich möchte auch einen haben. Meinen kriegst du nicht. Nee, geh zu Professor Eich, frag ihn. Vielleicht hat er ja Bock, dir einzugeben. Okay, wir haben einen Nidoking gegen einen... Ja, Flagmon, mal gucken. Dürfte Nidoking eigentlich hinbekommen, oder? Heuler.
Okay, das macht jetzt vielleicht das Nidoking. Ja, genau. Das Nidoking mit Hornattacke nicht das Fleckmon besiegt, aber. Trotzdem. Heuler. Dein jetzt. Ach Mensch. Fleckmon. Ich glaube, ich muss den Part beenden gleich, Leute. Es tut mir leid, es kommen nämlich jetzt gleich noch 3 Trainer oder so. Das zieht sich dann. Ich wollte ihn. Heuler. Nidoking. Was ist denn mit dir los? Ich wollte den Part halt eigentlich schon beenden, aber naja. Ja, eigentlich in dem Part noch den Felstunnel durchmachen, aber ist halt egal, dann komm. Wenden wir nach dem Kampf den Part. Habt ihr zwar immer noch Überlänge, aber ja. Ist okay. Warum hast du Konfusion denn gerade nicht mit den anderen Fleckmon bei Nidoking eingesetzt oder Aquaknarre? Oder hast du? Nee, oder? Nein, ich hab da noch unten gedrückt. Oh, ich hasse es. Weil die Animation noch nicht fertig war. Von dem nach rechts drücken, hat er nicht nach rechts gedrückt. Nach unten gedrückt. Mann. Oh, manchmal, ne? Manche Sachen bei Spielen. Bei älteren Spielen, was du halt bei neueren nicht mehr gewöhnt bist. Oh, Flügelschlag. Ja. Machen wir. Anstatt Windstoß. Was du bei neueren Spielen halt nicht mehr, also das gibt's nicht oder so. Das regt dich halt bei älteren Spielen, wenn du sie spielst, einfach noch mehr auf. Weil du halt einfach nicht gewohnt bist. Clemens wurde besiegt. Ach, ich bin ja so neidisch. Geh einfach zu Professor Eich. Gut, Leute, das war's erstmal mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Überlänge und so. Alter, fast 27 Minuten. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!